Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Minecraft Vanilla Challenge 1.14.4. Ja, heute ausnahmsweise mal alleine. Denn der Jerry hat noch was anderes zu tun. Und ich brauche eine Folge für morgen, deswegen nehme ich jetzt die erstmal auf. Vielleicht wird das noch eine zweite. Schauen wir erstmal. Was wir eh in der Zeit erstmal machen, ist, dass wir weiter suchen nach einer Wüste. Ist halt eine langweilige Folge eigentlich. Könnt ihr von mir auch skippen, wenn ihr Lust habt. Aber sonst, ja, könnt ihr euch die auch angucken. Ich weiß noch nicht mal, welche Richtung ich letztens gegangen bin. Egal. Soll auch nicht so sprinten, ne? Gut, ich habe jetzt Brot. Haben wir uns beim letzten Mal geholt. Und nicht, dass wir in die falsche Richtung gehen. Gucken wir mal. Nö. Ist immer noch die gleiche Richtung. Hoffe ich mal. Vielleicht haben wir ja auch Glück und finden ein Dschungelbiom. Das wäre ja auch noch eine gute Sache. Finde ich. Aber ja. Muss nicht, kann. Und natürlich. Bin ich so blöd und fall hier runter. Guck mal, Zuckerrohr. Können wir auch gleich unterwegs mal mitnehmen. Ja. Da haben wir mal noch ein bisschen was angeguckt. Ein automatisches Lagersystem werde ich auch nochmal bauen. Da werde ich auch noch einiges von mir haben. Weil das Spaß bringt. Besonders wenn man kein Eisen dann hat. Ja. Was wollen wir gucken? Wir müssen das mal gucken, wie gesagt. Warum sind Wüsten denn so selten geworden? Früher war das ja immer so, das wissen viele wahrscheinlich noch, dass sie immer direkt im Schneebiom waren. Was ein bisschen komisch war. Aber gut. Jetzt ist das halt nicht mehr so. Müssen wir erstmal suchen. Unterwegs nehme ich mal ein paar Kühe mit. Weil Leder brauchen wir nämlich auch. Fürs Lagersystem. Fürs Einlagern, also auch für unsere Challenge. Für die ganzen Items, die wir dann brauchen. Also, was wir davon fertig haben und so. Das wollten wir ja auch noch machen. Ja. Na gut. Schauen wir nochmal weiter. Und es wird schon wieder langsam dunkel. Juhu, das Bett hatte ich doch mitgenommen, ne? Ja. Okay. Weil das ist halt immer besser, wenn du echt unterwegs bist. Erstmal schlafen gehen. Bevor du geschlachtet wirst, viel zu weit weg bist und ja, komm mal dann rechtzeitig dahin. Ach komm. Von mir aus kann ich jetzt schon schlafen. Los, hoppe. Hopp, 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 hopp. Na kommt schon. Jetzt aber. Geht doch. Geht doch. So. Und es wird wieder Tag. Achso, ich sehe gerade, ich habe gerade nichts mehr in der Hand. Ein bisschen Brot zumindest. Ja. Es wird halt noch eine lange Suche, würde ich sagen. Wir sind ja selbst schon übers Meer gefahren. Oder ein halbes Meer, weiß ich nicht. Ja, irgendwie so eine Art war das auf jeden Fall. Hätten wir denn schon an einigen Wüsten vorbeigelaufen? Das kann ja nicht auch ganz gut sein. Denn man weiß ja nie, wie man rennt. Das Wasser. Wasser, 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 Wasser. Water. Water, water, water. Ich würde sagen, übers Wasser geht es noch schneller, ne? Jo. Ich komme mit dem Rudern irgendwie noch nicht so klar. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber egal.
Ups, war falscher Knopf. Ich wollte Speed machen. Aber wir können ja auch schneller rudern. Natürlich wieder keine Wüste. Aber dass die echt so selten sind? Warum? Warum sind die Wüsten so selten? Fragen über Fragen. Schon ganz komisch immer dann. Okay. Hier sind riesige Sandbänke, ja, aber was bringt das gar nichts? Die Wüste ist auch dafür da, den Wüstentempel zu finden. Mehr auch nicht. Ich glaube, wir sind gerade über was rüber gefahren, ein bisschen, ne? Glaube ich. Naja. Zumindest hat sich das so angefühlt. Wenn wir ja merken, wenn irgendwann das Boot kaputt geht, dann sind wir mehrmals hier irgendwo rüber gefahren. Ja. Was haben wir hier? Eine kleine Sandbank. Läuft. Warum auch nicht? Bringt uns aber nichts, wie gesagt. Das größte Problem ist eigentlich, wir sind viel zu weit weg. Wir müssen ein Höllenportal bauen. Dann müssen wir gucken, wo wir genau sind. Wir hätten uns mal die Koordinaten davon aufschreiben sollen. Schon wieder nicht. Dachte, jetzt kommt was? Das ist echt merkwürdig. Ja. Das ist komisch abgehakt hier? Ne, sah eben nur so aus. So. Wie wir da eingefahren sind. Zum Glück geht's nicht kaputt. Wäre nicht so schön. Wow. Das wäre jetzt was gewesen, wenn ich da runtergefallen wäre. Dann wäre ich auf jeden Fall tot. Auf jeden Fall. Deswegen musst du echt aufpassen, immer wo du lang rennst. Wüste, sag mal piep. Aber das heißt ja auch, dass Wüste. Bei Wüste weiß ich nicht, aber bei Dschungelbiomen. Dass die selten sind. Die waren ja früher immer schon selten. Aber jetzt sollen die wohl noch seltener sein. Tja. Hört man überhaupt was in den Game Sound? Weiß ich gar nicht. Ich wollte gerade Schaden zufügen, aber ging ja nicht. Okay, hört man. Das hört man. Nehmen wir mal bei der Zuckerrohr mit. Kann man machen. Das heißt gar nichts. So. Irgendwo quer durch. Hier wieder auf eine Lichtung. Hier sind ein paar Kühe. Die sterben wollen. Ja. Ach komm, ihr nervt. Wo bist du? Du auch. Das war die verletzte Kuh. Wir sind ja unterwegs. Da können wir sie ja wenigstens töten. Wir haben ja zu Hause auch welche, so ist das nicht. Aber momentan brauchen wir die halt auch noch. Gut. Könnte normalerweise mit dem Dierschwert das machen. Aber nee, das behalte ich mir lieber für was anderes erstmal. Ist mir lieber. Stepp. Gut, dann laufen wir mal weiter. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 11 Leder dabei, 27 Beef. Pork haben wir auch etwas.
Immer dieses Englisch, Deutsch und Englisch gemischt. Warum so schön? Jetzt sind schon bei 10 Minuten. Was haben wir gefunden bis jetzt? Nix. Immer die gleichen Biome irgendwie. Wir haben noch nicht mal ein Packeis gefunden. Was auch so schön wäre. Ja. Da würde ich dann aber auch irgendwie gucken. Wir wissen, Koordinaten für zu Hause haben wir ja. Auch ohne Map, das habe ich mir ja aufgeschrieben. Dann werde ich mir vom Packeis aufschreiben. Dann würde ich vielleicht gucken, wie Hacker haben wir. Dass wir irgendwie eine Höhle finden. Dass wir halt mal so ein kleines Nachtlager aufbauen dann da. Wo wir alles haben. Dann runtergehen in die Mine. Weil wir, dass wir auch einen Safepunkt haben durch das Bett. Dass wir dann nicht woanders werden wieder. Ja. Und Obsidian holen. Dann da Safepunkt und dann weiter. Dass wir halt immer gucken, wie wir lang müssen. Und so gut vorankommen eigentlich in der, durchs Nether, in der Overworld. Weil man weiß ja, dass man da viel weiter dann dadurch kommt. Ja. Ja. Das Projekt wird also auf jeden Fall, das Projekt wird so lange dauern. Erstmal die ganzen Erfolge schaffen. Wir haben uns ja keinen Zeitpunkt gesetzt, wann wir damit aufhören. Oder bis wir es haben müssen. Deswegen. Es wird lange gehen. Schwimm. Ja. Deswegen stört mich das auch nicht, dass wir nicht so gut vorankommen momentan. Später wird es besser, das ist klar. Selbst mein Haus hat noch nicht mal ein Dach. Obwohl das eines der ersten Dinge ist, die man hätte machen können. Aber nö. Ich hätte einfach ein einfaches Haus machen können. Was mache ich? Ich fange gleich an, das ordentlich zu bauen. Ja. So kann man es halt auch machen. Klettern! Ja. Bäh, ihr Schafe, bäh! Okay. Sieht immer so geil aus. Besonders mit dem Shader. Jo. Okay. Mann. Irgendwann wollten wir nochmal ein Projekt starten. Also Sky Factory 4. Und zwar diesmal als ein Streaming-Projekt. Ich könnte jederzeit, das Problem ist halt immer Jerry. Das Problem ist immer Jerry. Weil Minecraft irgendwie alleine ist nicht so mein Ding. Ich mach das mal mit mehreren Leuten lieber zusammen. Oder mindestens eine Person mehr. Bringt mehr Spaß. So, okay. Also wieder dumme Lamas. Spuckende Lamas. Ja. Gott. Berge. Klettern. Es wird dunkel. Im Dunkeln ist gut morgen. Oh Mann. Dauert schon wieder. Dann gebe ich mir nochmal kurz was zu trinken ein. In der Zeit drücke ich mit der rechten Maustaste. Bis wir im Bett liegen. So. Komm. Ah, geht doch. So. Okay. Da lang wollten wir. Ich musste mich eben irgendwie erstmal orientieren. Mal weiter schalten. Dann gehen wir erstmal den Berg hier hoch. Das ist aber auch ein cooler Weg, sich reinzubauen. Vielleicht einfach mal geheime Gebiete, wo man nicht weiß, wo man ist. Einfach sich reinbauen. Unterschlüpfe machen. Und dann wieder zurückgehen.
Und Portale setzen. Ja, da kann man es nämlich auch machen. Kann man aber auch lassen. Eins von beiden eh. Da ist schon wieder ein Skelett. Das Soundpack ist so sensibel, ne? Normalerweise muss man das richtig einstellen, dass man das nicht so extrem schnell hört. Aber das hört sich so creepy auch an. Autsch. Das tat ein bisschen weh. Wir müssen so irgendwann mal anfangen, hier irgendwann ein Nachtlager aufzubauen, ordentliches. Wenn uns das Essen ausgeht. Sicherheitshalber. Ja. Zumindest bis die Folge zu Ende ist. Ich werde noch eine zweite ranhängen. Dass ich für 2 Tage eine habe. Oder für jeweils. Für 2 Tage jeweils eine Folge. Weiß halt nicht, wann ich mit Schläger aufnehmen kann. Er macht ja gerade sein ganzes Equipment neu und so. Deswegen. Obwohl er das eigentlich wusste, dass ich aufnehmen wollte noch, aber naja. Naja, das ist Jerry. Wir kennen das ja schon von ihm. Und bei ihm sind halt immer noch die gleichen. Noch nicht weiter mit den Folgen. Wie zuletzt mal. Ja. Das ist Jerry. Sich was vornehmen und dann doch nicht wirklich machen. Aber gut. Hauptsache bei mir kommen erstmal die Folgen. Und wer dann später bei Ihnen gucken, wir können ja bei Ihnen dann nochmal rübergehen und gucken. Ups. Ach komm, ich bin zu blöd im Entspringen hier. Hatte ich was zum Bauen dabei? Ja. Dirt. Nein, nicht Sand. Dirt. Bin eigentlich wegen Sand los. Auch wegen Glas. Naja. Was soll's? Was soll's? Man kann es halt auch so machen. Hier, wenn man Gravel braucht. Nicht DFA. Ich wollte das Boden nicht setzen. Lass mal. Was ich immer noch schade finde, dass es nicht richtige Rezepte immer noch nicht gibt. Dass du richtige Sandwiches und so machen kannst. Warum nicht, Mojang, hä? Das ist doch lächerlich. In Mods gibt's das schon längst alles. So schwer wird es doch nicht sein, das einfach mal mit zu implementieren. Dass du dir verschiedene Sachen machen kannst aus den ganzen Essen, Salate und so. Dass du Salat anpflanzen kannst. Ist ja schon ein bisschen länger. Kam gerade mal, was war das? Hab den Namen vergessen. Rote Beete dazu. Wow. Wow. Naja. Das ist ein Sumpfgebiet, hallo? Das hatten wir auch schon. Wüste oder Dschungel. Ich brauche keinen Sumpf. Oh Mann. Moment. Machen wir das erstmal so. Okay, da vorne komme ich schon nicht mehr weiter. Achso. Hier ist abzubauen, wenn wir darauf stehen. Stehen. Das ist so mies. Wir generieren so viel. Aber jetzt lags wenigstens nicht so. So wie vorher. Weil diesmal war keiner, der irgendwo anders noch rumsteht und da arbeitet. Hat er gesagt und dann war ein großer Freeze. Yo, läuft bei mir. Nicht die Klappe muss so weit aufreißen. Ja. Okay. Und jetzt bin ich zu faul, das Brot rauszuholen. Dann schwimme ich. Hui. Ich sehe gar nichts. Aber ich schwimme geradeaus. Luft holen. Wenigstens Schwimmanimationen haben die halt mit reingebaut, ne? Ja.
Ist auch nicht wirklich viel, aber gut. So. Heute kam übrigens Minecraft Earth, die Early Access raus. Eine Wüste. Wir haben eine Wüste gefunden. Also bei euch ist das gestern gewesen, wenn ihr die Folge heute seht. Gestern war das. Eine Wüste! Hat ja lang genug gedauert. Wow. Aber wir brauchen nämlich auch Kakteen. Kommt ja auch noch dazu. Ja, eine Wüste. Super. Das hat ja gedauert. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir irgendwo einen Tempel finden noch. Wir müssen uns mal nochmal eine Axt bauen. Um uns wenigstens einen kleinen Unterschrift zu bauen irgendwo. Und da setzen wir dann die Koordinaten rein. Ja. Wenigstens so ein kleines. Seht das dann eigentlich als Unterschrift? Als Erfolg? What the fuck? Vor so einem riesen Sandberg. Jo. Ja. Hier sind überall Hasen, die hier rumgammeln. Okay. Hier ist echt alles voller Hasen. Hier ist alles voller Sandstein. Okay. Ja, Frage ist halt, finden wir hier einen Tempel? Das weiß keiner. Hatte ich jetzt eigentlich was dabei überhaupt? Nö. Ja. Da hinten haben wir halt noch einen Wald. Ich laufe erstmal nochmal geradeaus. Guck erstmal. Vielleicht erst nochmal schlafen gehen. Und ja, 23 Minuten haben wir jetzt. Ein paar Minuten können wir noch machen. So ein paar Minütchen. Okay, da sind Pillager. Da sind Pillager. Auf die habe ich gerade noch gar keine Lust. Gar keine. Was ich immer gerne mache ist... Hui! Das mache ich immer richtig gern. Bringt einfach nur Spaß. Da sind noch mehr Kakteen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich dabei? Oh, 9 Stück. Haben so ein paar eingesammelt. Okay. Was ist das? Merkwürdig. Ja. Dann ist das halt so. Gut. Ich laufe halt noch ein bisschen weiter. Was ist das? Hier ist ein Loch. Wow. Ich gehe lieber weg vom Rand. Das ist ein bisschen tief. Hier haben wir noch ein bisschen Zucker, das wir mitnehmen können. Ja. Würde ich sagen, leck das einmal kurz. Würde ich gleich einmal kurz schlafen gehen. Und dann die Aufnahme beenden. Und dann fangen wir gleich die zweite an. Ja, dann will ich mal schlafi. Ich will schlafi. Machi. Zack. Machen wir das ganz schnell so. Das dauert noch ein bisschen, bis wir hinlegen können. Okay, da sind die Pillager noch. Wenn wir stärker sind, nehmen wir die auseinander. Dann gehen wir mal kurz schlafen.
Gut, dann würde ich aber sagen, was das für heute dann erstmal für diese Aufnahme. Und ich sag dann, bis zum nächsten Mal bei der Minecraft Vanilla Challenge 1.4. Heute ohne Jerry und beim nächsten, bei der zweiten Folge auch noch. Und ich hoffe, es hat euch auch so gefallen, obwohl das ein bisschen langweilig war. Naja. Wenn das langweilig für euch war. Oder ich habe ein bisschen mehr gequatscht dadurch. So was ich vorhab und alles. Ja. Na gut, dann bis dann. Ciao, ciao.